Ja, hallo, da sind wir wieder. Ich bin die Heidi von thewisdomfactory.net und das ist eine deutsche Ausgabe, wie man an meiner Einführung ja sehen kann. Heute wollen wir darüber sprechen, wie man gemeinsam neue Wege beschreiten kann. Und meine Gesprächspartnerin ist Rea Silke Koch. Und bevor wir jetzt so in das Thema eingehen, da würde ich dich bitten, ein bisschen Hintergrundinformationen über dich zu geben, wer du bist, wo du bist, was du machst und wieso das Thema für dich so interessant ist. Ja, kann ich gerne machen. Erstmal danke dafür, dieses Gespräch freut mich sehr. Ja, Treya Silke Koch, ich bin ja Persönlichkeitsentwicklerin. Ich glaube, das passt am besten von der Beschreibung. Als Freiberuflerin tätig jetzt seit 8 Jahren und im Schwerpunkt nicht nur an Einzelcoachings unterwegs, sondern ich leite auch Entwicklungsgruppen, bilde Coachkollegen aus, supervidiere in dem Bereich und ja, biete auch immer wieder Retreats an, wo Menschen in ja, Erlebnis- und Erfahrungsräume eintauchen können auf der Reise zu sich selbst. Und ja, bei mir ist es so, dass ja, ich bin so ein Entwicklungsjunkie, auch was mich selber anbelangt. Das ist nicht nur Beruf, sondern Berufung, sage ich immer. Und was mich, seit ich denken kann, immer mit beschäftigt hat, ist das Thema Frau sein in der heutigen Zeit. Wie funktioniert das überhaupt mit der Geschichte, die wir individuell mitbringen, aber auch mit der Geschichte, die wir über die Geschichte mitbringen und über das Kollektiv der Frauen? Und habe ja insbesondere in den letzten Jahren intensiv auch Entwicklungsbegegnungsräume für mich selber da genutzt, um da mehr zu erfahren. Und ja, eine von meinen großen Visionen ist dazu beizutragen, dass eine neue Kultur zwischen den Geschlechtern entstehen darf. Und das, indem wir, egal ob Männlein oder Weiblein, alle bei uns selbst ankommen und aus uns selbst heraus völlig autonom die Möglichkeit haben, intensive, intime Verbindungen, Begegnungen einzugehen. Ja, der Und Pfad, du, auf dem ich wandle. ja, du startest beim Frausein. Was bedeutet es heutzutage, Frau zu sein? Und wir haben ja wirklich eine lange Zeit hinter uns, wo Frausein ganz klar war, was du sein durftest und was du nicht sein durftest. Jetzt haben wir schon seit einigen Jahrzehnten die Möglichkeit zu sein, wer wir sein wollen, was aber nicht unbedingt leicht ist, weil wissen wir, wer wir sein wollen, nach so einer langen Zeit, wo uns das zugeschrieben wurde. Wie hast du gefunden, was du sein willst oder wie du sein willst? Ich würde nicht bitte sagen, dass ich schon am Ziel angekommen bin, sondern ich bin immer noch eine Suchende, weil natürlich auch ich immer wieder an Prägungen vorbeikomme, an Mustern vorbeikomme, die ja tief auch in unseren Zellen halt drin sitzen. Ich glaube, ich bin mir mittlerweile bewusster, wann ich an diese Entwicklungskanten komme, aber ich würde nicht sagen, dass ich mein ursprüngliches Sein wirklich schon vollumfänglich gefunden habe und das auch vollumfänglich in die Welt bringe. Wäre Aber ja auch. was ich gefunden Ja. habe, ist in all den Ausbildungen häufig Methoden, Konzepte, Modelle, die mir wieder sagen wollten, wie ich denn zu sein habe. Und selbst wenn ich in diesen Methoden, Modellen, Konzepten etwas gefunden habe, was sich nach Wahrheit angefühlt hat für mich, bin ich halt damals häufig noch in diese Falle getappt, dem entsprechen zu wollen und habe eigentlich darüber mich selbst wieder verloren. Und das war so eins der großen Lernerkenntnisse für mich. Ja, es sind alles aber auch nur Modellen, Konzepte und Vorschläge, aber es sagt nichts darüber aus, wie ich als Frau denn wirklich bin. Denn meine große Erkenntnis ist, wir Frauen passen nicht in einheitliche Schubladen. Niemand, würde ich Nein, sagen. nein, genau. Also in uns ist das Meer an Möglichkeiten angelegt und das ist schon drollig zu glauben, man könnte das Meer in irgendeine Schublade stecken. Ja, das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, mit dass du nach neuen Wegen des Frauseins forschst und dann wiederfindest, dass du eigentlich so sein sollst, wie du jetzt. Das deutet eigentlich darauf hin, dass das ein viel tiefer liegt und dass es nicht unbedingt mit Mann und Frau sein zu tun hat, sondern mit unserer Kultur, die
oder mit, sagen wir mal, unserem menschlichen Bedürfnis zu wissen, wie es geht oder wie man sein soll, ja, und sich immer wieder neue Krücken zurechtsucht, um sich da entlang zu hangeln. Ja, und ich glaube, es lädt halt ein, wenn man sich mit irgendeinem Konzept oder Modell vergleichen kann, sich zu sagen, so jetzt bin ich gut. So, und wenn ich wirklich versuche, mich davon frei zu machen, bin halt nur noch ich der Maßstab, dem ich gerecht werden muss. Und das gibt halt erstmal keine wirkliche Orientierung und Sicherheit. Und da zu erkennen, ja, wir sind aber auch sowieso alle sozial konstruiert. So, selbst wenn ich einem mutmaßlichen Idealbild entsprechen würde, könnte immer noch beim Gegenüber was ganz anderes ankommen. Ja, ja. Und das finde ich jetzt spannend, dass du sagst, so jetzt bin ich gut. Wir wollen ja irgendwie gut sein, nicht? Mhm. Wir wollen, eine gewisse Sicherheit brauchen wir als Menschen, ne? Und diese totale Unsicherheit, die jetzt sowieso gesellschaftlich überall ist, aber auch in uns selber ist, es ist schwer, die auszuhalten. Ja, und jetzt ist die Frage, wie hältst du das aus? Gute Frage. Wo es wirklich hingeht. Lass mich kurz reinspüren, wie ich dir die Frage am besten beantworten kann, weil sie fragt gefühlt in so einen Bereich. Und ich gucke gerade mal, in welchem Bereich ist gerade die größte Energie, dir zu antworten. Ich glaube, und du erwischst mich auch da gerade an einer Lernkante, die ich gerne offenlege, mich nicht mehr dagegen zu sträuben. Das ist, glaube ich, das, was eigentlich die Kraft gibt, auch wenn es so paradox klingt. Ich hatte mehrere intensive Module an Frauenarbeit, wo es darum ging, insbesondere diese emotionalen Wellen, die emotionalen Zustände, die in uns entstehen, die wirklich sich teilweise anfühlen wie der Ozean, der dir gerade Wellen um die Ohren schlägt, wo du gar nicht weißt, wohin denn damit. Und wenn du versuchst, dagegen zu stehen, dann lockt dich das um. Und zu lernen, dass das einfach wie im, ich bleibe beim Ozean, diese Wellen, die da entstehen, das ist der natürliche Fluss von dieser Naturgewalt. Und wenn ich versuche, mich gegen diese Naturgewalt zu stellen, dann kann ich eigentlich nur umfallen. Die Kunst ist, diese Wellen, zumindest glaube ich das aktuell, dass die Kunst ist, diese Wellen als normal zu sehen, auch wenn ich Angst vor ihnen habe, je nachdem, was da sich gerade wieder antürmt, aber zu lernen, diese Welle zu nehmen, sie durch mich durchfließen zu lassen, ohne dass ich mich mit ihr mitreißen lassen muss. Ja, oder davon auch runterdrücken lassen. Ne? Ja. Mir kam sofort dieses Bild von einem Wellensurfer, ja? Dass man mit der Welle surft, den richtigen Winkel findet, sodass man nicht davon erschlagen wird von der Welle. Genau. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Ja, da kommt mir gleich wieder eine Frage oder ein Gedanke, je nachdem, man kann es beides verstehen. Ja, sich nicht mehr sträuben, aber auch nicht einfach so tun, als wäre nichts. Ja? Genau. Wie kriegt man da die Balance hin? Also ich kann dazu sagen, zu mir, ich habe festgestellt, dass ich mich ungeheuer viel über Dinge ärgere, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Ja? Und da gibt es im Moment ziemlich viele, über die man sich ärgern kann. Im Privatleben, aber vor allen Dingen im gesellschaftlichen Leben, in der Politik und weiß der Kuckuck was. Wie schafft man das, eben sich nicht zu ärgern, sondern, wie unsere Kollegin Ulrike sagt, Blessings hinzuschicken und auf eine andere Schwingungsebene zu gehen. Du sagst eben, sich nicht dagegen stemmen, weil einen sonst die Welle umkippt. Oder man weiß auch, wenn man dabei ist, umzufallen und man versucht, gerade stehen zu bleiben, dann kippt man wirklich um, statt dass man mit dem Fallen geht und dann tut man sich nichts, nicht? Was man ja in Martial Arts lernen kann. Ja, wie schafft man das, sich einerseits nicht zu ärgern oder wenn man sich ärgert, den konstruktiven Ärger zu haben und der dann aber nicht einen selbst verzehrt,
sondern in die Lösung der Probleme geht und trotzdem mit den Wellen zu gehen? Also A ist, glaube ich, der erste Schritt, und den benanntest du gerade schon, ist nicht zu leugnen, dass es da ist. Also ich gehöre auch zu den Frauen, die sich gerne aufregen können und sich da auch lustig reinsteigern können. Und ich finde, manchmal brauche ich das auch. es triggert mich ja. Ja. So zu tun, als ob es mich nicht triggert, ist für mich ein Teil von Selbstverleugnung. Also schaue ich auch dahin. Also was triggert mich denn da überhaupt? Und es kann ja sein, dass es durchaus ein Trigger ist, der mich wütend stimmt, und diese Wut ist vollkommen angemessen im Hier und Jetzt auf den Kontext bezogen, und der bringt mich in eine Kraft, Nein zu sagen, für mich einzustehen und eine Grenze zu setzen. Das wäre ja fatal, wenn ich das verleugne und nicht annehme. Es kann aber auch sein, dass ich eigentlich was ablehne oder mich über etwas aufrege, was eigentlich eine Projektion von mir ist. Also was projiziere ich da auf diese Situation oder auf mein Gegenüber? Und das schaue ich mir an. Also ist das das, was mit mir zu tun hat, mit einem Ego-State, den ich habe, mit einem inneren Teil, wo ich mal genauer hinschauen muss? Oder du sagtest vorhin so, das geht ja so nicht. Ja, also ist das mein eigener Glaubenssatz oder ist auch das irgendwas, was ich kulturell übernommen habe als Introjekt? Und gehört das wirklich zu mir oder gehört es gar nicht zu mir? Und was ich da gerne teile, aber es kommt nicht von mir, sondern das habe ich von Kim Bartha, der in seinen Ausbildungen immer wieder sagt, wenn du dich mit diesen Teilen in dir beschäftigst, sei es diese abgespaltenen Ich-Zustände, die inneren Teile, sei es Introjekte, und du machst Heilarbeit für dich selber, dann empfiehlt er, einen inneren Anteil aufzubauen in dir selbst, der liebevolle Zeuge ist. So die reine universelle Liebe als Zeuge, der dich in deinem Prozess bezeugt. Und das ist für mich was ganz anderes, als ich bringe mich in einen meditativen Zustand der bedingungslosen Liebe und dann regt mich das nicht mehr auf. Sondern ich halte mir mit diesem inneren Zustand der reinen bedingungslosen Liebe den Raum, damit ich mein Thema selbst prozessieren kann. Das ist spannend. Nachvollziehbar? Ja, absolut. Und zwar habe ich das Gefühl, dass du dich praktisch aus der Ebene herausziehst und auf den Apex gehst, also nach oben gehst und von da aus gucken kannst. Während die universelle Liebe, dass man das alles wegmeditiert, dann bleibt man auf derselben Ebene. Während wenn du von oben guckst und mit Liebe und Compassion da auf dich selber gucken kannst und vielleicht manchmal auch lachst über das, was gerade so abläuft, da bist du auf einer anderen Ebene gleichzeitig. Und das halte ich eigentlich für den Trick, sagen wir mal. Ja, aus diesem Zustand heraus, wenn du diesen Teil in dir implementierst, kannst du dich halt einfach auch gut sein lassen. So egal, in welchem Zustand du bist. So, und wenn du dich gerade nicht gut sein lassen kannst, weil du dich über jemanden aufregst und denkst, das geht so nicht und glaubst, du müsstest das wegmeditieren, dann kannst du ja mal schauen, warum du glaubst, du müsstest das wegmeditieren. Ja, und kannst du dich nicht gut sein lassen, wenn du dich einfach moppernd aufregst über irgendjemanden, oder was ist der Trigger in dir, welche Teile in dir reagieren? Ja. Und ich finde, dieser Zeuge hilft mir noch in einer anderen Art und Weise, indem ich geduldig mit mir bin. Das merke ich bei mir immer. Ich neige dazu, sehr schnell in ein Zustandsmanagement zu gehen und dann diese inneren Teile irgendwie an den richtigen Platz bringen zu wollen, damit ich wieder funktioniere. Und wenn wir das zu schnell machen, kriegen wir aber nicht raus, ob wir es gerade mit einem Ich-Zustand zu tun haben, den wir wieder nach Hause holen müssen zu uns, in unser Herz, oder ob es ein Introjekt ist, von dem wir uns mal verabschieden dürften. Es braucht halt Zeit, und das braucht diesen liebevollen Zeugen, der uns hilft, das eben auch zu betrachten und kennenzulernen. Was ist es denn wirklich? Und die Betonung ist auf liebevoll. Wenn ich nämlich an meine Vergangenheit zurückdenke, ich hatte mehr den nicht liebevollen, den strafenden Zeugen. Mhm. Ja, das Über-Ich, was immer sagt, hey, jetzt habe ich dich wieder. Ja. So ein Drill-Instructor, hast du auch so einen? Ja. Den haben wir ja irgendwo alle, aber manche mehr, manche weniger, nicht? Und den durch den liebevollen Zeugen, ich will nicht sagen ersetzen, aber überlagern. Ja. Oder selbst dafür den liebevollen Zeugen den Raum halten zu lassen, dass dein Drill-Instructor jetzt gerade meint, mit dir so umgehen zu müssen. Mhm. Ich finde, ich habe dieses Bild, nicht, dass der drüber steht, sondern dass der immer der Raumhalter ist. So, und selbst wenn der Prozess in mir immer komplexer wird, ummantel ich den quasi mit diesen Zeugen.
Oh, das ist ein gutes Bild. Du bist praktisch in der Sphäre, ja, der um dich herum, ja, und drin stehst du und von da geht die Mit dem Energie. ganzen Zirkus. Ja, genau. Das ist ein gutes Bild, da muss ich mal hineinspüren. Wunderbar, ja. Und ich denke halt, das ist an der Basis, erstens mal die Probleme in unserer Welt anzugehen, ne? Dass wir erstmal die Probleme in uns sehen und Oh ja. annehmen können und die irgendeinen Weg finden, mit denen umzugehen in der konstruktiven Weise und eben nicht in der destruktiven Weise, indem man, so wie ich das gern mache, noch ein Stück Schokolade isst. Oder manche rauchen noch eine Zigarette oder trinken noch ein Bier oder so, sondern dass man das konstruktiv macht. Das ist der Anfang. Und dann sprechen wir von gemeinsam. Also ich sehe das voll ein als Konzept, ja. Aber wir wissen ja auch, dass wir nur wirklich eine Macht haben über uns selber zu verändern. Wie stellst du denn dir die Gemeinsamkeit vor? Wie kann die funktionieren? Erstmal, indem wirklich jeder bei sich bleibt und bei sich schaut. Also das ist auch geschlechtsunabhängig. Also wenn wir beide jetzt, ne, einen neuen Weg in unserer uns aufeinander, ne, ich nenne es gerne Bezogenheit, wir beziehen uns aufeinander, egal in welcher Rolle wir gerade sind, in welchem Kontext wir sind. Und wenn ich mich mit dir in einer Art und Weise beziehen möchte, die gerade bleibe ich mal bei unter uns Frauen, ein neuer Weg ist, dann muss ich ganz bei mir sein und du musst ganz bei dir sein im ersten Schritt. Und ich als Treya gehe mit dir als Heidi in Kontakt, weil ich mit dir in Kontakt gehen möchte. Das ist ein Angebot und nicht, weil ich denke, ich will von der Heidi jetzt was haben. So, das ist für mich das Erste, ne? Ich gehe des Kontaktwillens in Kontakt und nicht, weil ich jetzt meine, du musst mir in dieser Bezogenheit einen Mangel erfüllen. So, und es kann sein, dass so bleiben wir bei uns Frauen, ne, das kennen wir alle, dass wir untereinander gelernt haben, wir müssen uns gegenseitig misstrauen. Da gibt es diese Stutenbissigkeit, da muss man aufpassen, Konkurrenz, was es da nicht alle an Muster gibt, die wir in der Schwesternschaft, so wird es ja gerade immer genannt, mit uns mittragen. Und jede von uns muss sich erstmal entscheiden, wir wollen einen anderen Weg, wir wollen diese verdeckten Muster nicht. So, jetzt kann es sein, dass in mir ein Muster anspringt, so ein Neid-Missgunst-Muster ist unter Frauen auch häufig. Wenn ich jetzt merken würde, das ist zwar nicht, ich gönne es dir von Herzen, aber du wohnst in einem Land, wo so viel Sonne Im Moment regnet ist. Habe ich ja Glück gehabt, ja, dann kann ich dir das gönnen. Nein, Scherz. Aber es könnte sein, dass, ne, du einen Teil von dem Lebenstraum lebst, den ich schon immer mal hatte, und in mir regt sich dieser Neid und dieser Missgunst. So, das kann ich in mir verdeckt lassen. Und ne, wir Frauen sind subtil, so feinfühlig. Du kriegst vielleicht mit, ah ja, irgendwas ist mit der Trea aber gerade komisch, seitdem ich ihr das erzählt habe. So, wenn ich mich dir authentisch zeige und sage, du weißt, Heidi, wenn ich dich reden höre, dann merke ich in mir diese Sehnsucht danach, auch irgendwann an so einem Ort zu leben. Und ein Teil von mir hätte es gern jetzt schon. So, dann ist es aufrichtig. Es ist dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht, die sich in mir regt. Und ich zeige mich dir damit. Zum einen muss ich aber die Bereitschaft haben, mich zu zeigen und dafür verletzlich zu sein. Ich weiß ja nicht, was du damit tust. Das heißt, ich muss in eine Art Vertrauensvorschuss gehen oder ich muss mir selbst vertrauen, dass selbst wenn ich enttäuscht werde, ich die Autonomie habe, für mich selbst zu sorgen, dass mir nichts Schlimmes passiert oder ich damit klarkomme mit dem, was passiert. Ja. Und dann kann ich es als Angebot an dich machen. Aber was du damit machst, kann ich nicht beeinflussen. Wobei das Beispiel in der Sonne zu leben ja ein relativ harmloses ist, nicht? Das wird ja Ja. erst wirklich relevant, wenn es um schwierige Sachen geht, wenn man das Gefühl hat, was weiß ich, der andere hat was gesagt und es passt mir nicht oder es hat mich verletzt und so. Soll ich dann schweigen und sagen, okay, naja, gut, es geht schon wieder vorbei oder soll ich was sagen? Dann die Frage, wie sage ich es und diese Sachen, das sind alles Skills, die wir zu lernen haben, Oh nicht? ja. Und das ist nicht einfach. Also das ist wirklich kein Streichelzoo. Wenn du dich auf diesen Weg begeben willst, ich sage immer so ein bisschen salopp, das ist wie neue Spuren in den Schnee pinkeln. Ja. Das hat uns keiner beigebracht. Nee. Und
Im Gegenteil. Das ist nicht immer schön und das tut auch weh. Und ich habe den großen Luxus, dass ich sowohl eine Partnerschaft habe, in der ich das dauernd üben darf, und dass ich auch eine Freundschaft habe zu einer Frau, in der ich das dauernd üben darf. Und das verlangt aber von beiden Seiten viel, weil du immer wieder komplett wahrhaftig dich zeigen musst und immer wieder das Risiko eingehst, da kriegst du vielleicht eine Response drauf, die dich irgendwo trifft, wo es wehtun kann. Und zu wissen, nicht der andere verletzt mich, ich verletze mich. Der andere tut was, was in mir eine Wunde triggert. Ja. Aber der andere ist nicht schuld. Das allein ist schon sehr schwierig, Menschen klarzumachen, dass ja, du reagierst verletzt, aber dass der andere keine Macht hat, dich zu verletzen, es sei denn, du gibst sie ihm. Ja? Richtig. Und das ist, klingt ein bisschen theoretisch. Ich habe verstanden, was das bedeutet. Aber sag das mal jemandem, die da rumschreien und sagen, du hast bla 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 bla. Dann stehst du da und, ja gut, dann kannst du dich entschuldigen und dann wird es irgendwie wieder bereinigt. Aber im Grunde löst es das Problem nicht. Nee. Solange du dich auch für etwas entschuldigst, was gar nicht deine Absicht war, gestehst du ja eine Schuld ein. Du entschuldigst dich für etwas, was du ja gar nicht in deiner Intention hattest. Du kannst es bedauern, dass es dahin sich entwickelt hat. Ja, das ist mir völlig klar. Aber wenn ich jemanden gegenüber hat, der überhaupt nichts von dieser Art des Zusammenseins, der Gemeinsamkeit, keine Ahnung hat und das in dem alten Paradigm ist, von wegen, ja, du verletzt mich und das wirklich glaubt, ja, und auch dir meinetwegen böse Absicht unterstellt und alles Mögliche, da ist es schon sehr schwierig, damit umzugehen, wenn du die Freundschaft erhalten, Freundschaft, sagen wir mal, wenn du das Zusammenleben erhalten willst. Und da finde ich mich oft, dass ich in diese Situation gehe, dass ich dann mich halt entschuldige, weil ich weiß, der Mensch braucht das jetzt. Und nicht einzugestehen, dass ich das jetzt auch getan habe, tut mir sicherlich leid, ja. Vielleicht manchmal nicht, es kommt drauf an, was für Situation. Aber einfach um des lieben Friedens willen, sagte meine Mutter immer. Ja. Ja. Dann werden Sachen unterm Tisch gekehrt, nicht? Ich versuche immer so kleine bisschen anzusprechen, ja, und irgendwie einen Weg zu finden. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach. Und im Grunde sollten wir erstmal, würde ich sagen, unter Frauen solche Übungsgruppen bilden, ja, damit wir das lernen, nicht? Und ja, wirklich ins Eingemachte gehen und dann sehen, ups, okay, und sich gegenseitig das Vertrauen schenken, dass man nicht den anderen irgendwie böse will, sondern wenn der andere ein Feedback gibt, dass man es erstmal anhört und dann guckt, passt es auf mich, und dann Fragen stellt dazu, neugierig werden. Mhm. Wenn jemand dir was sagt, nicht? Ja, könnte ja sein, dass da was dran ist, nicht? Und das ist, glaube ich, was wir, die wir ein bisschen in dieser Art von Mindset ja drin sind, was wir leisten können den anderen gegenüber. Was sagst du dazu? Ich sinnierte gerade, während ich dir zuhörte, darüber, ob ich quasi unter den Frauen anfangen würde und sagen würde, das sollten wir da beginnen, oder ob es auch in gemischgeschlechtlichen Gruppen ginge. Und sinnierte darüber, ich glaube, es kommt darauf an, welche Themen ich bewegen möchte. Hm. Hm. Also wenn es wirklich dieses Frausein anbelangt, glaube ich, ist es wirklich heilsam, sich erst wirklich diese Frau-Themen anzuschauen und die zu uns zu holen, bevor wir die auf den Mann 1:1 projizieren. Da halte ich das für wirklich sehr sinnvoll. Ich mache in meinen Practitioner-Ausbildungen die Erfahrung, die sind gemischt geschlechtlich. Und da übe ich genau das. Das sind meistens Menschen, die mit einem Weltbild kommen, die noch keine Ahnung davon haben, dass sie das alles in sich selber machen. Das heißt, das ist was, was uns wirklich als Lernfolge über die ganzen Module beschäftigt, dass sie lernen, dass die Verantwortung zu sich zu holen für die eigenen Gefühle. Und für manche, je nachdem, wo die in ihrer Ich-Entwicklung stehen, ist das wirklich überfordernd, weil das so unvorstellbar ist. Die trainieren aber die Methode, das geht, aber die, mhm, das läuft noch nicht im Autopiloten, sage ich immer. Und Menschen, die einen anderen Bewusstseinsstand haben, die können das schon wirklich auch nicht nur hier
verstehen, sondern die begreifen das auf eine ganz andere Art und Weise. Und zu trainieren aber, weil die Gruppenkonflikte passieren ja dauernd, der eine triggert den anderen und du hast, da immer wieder zu sagen, hey, stopp, die Person löst das in dir aus. So, was bedeutet das aber für dich? Das, finde ich, funktioniert auch gut gemischt geschlechtlich. Okay. Ja, ich dachte nur dran an solche Themen, die eben speziell die Frauen betreffen, was du angesprochen hast am Anfang. Ja, ja. Die Konkurrenz und das Manipulative, was ja einen biologischen fast Ursprung hat, weil Frauen waren halt früher, wenn sie Kinder bekamen, angewiesen auf einen Menschen, meistens der Mann, der sie unterstützte, nicht? Und deswegen, und sie wollten ja auch die Kinder von dem besten Mann schließlich, nicht? Und nicht von irgendeinem, so, wo man drauf runterguckt. Und deswegen die Konkurrenz, die wir gelernt haben über Jahrtausende, würde ich mal sagen. Ja? Und heute ändert sich das ja, dass man also zumindest für die Versorgung im Moment nicht unbedingt einen Mann braucht. Vielleicht für den Genpool würde man sich immer noch einen besseren suchen wollen. Oh. Du sprichst ein spannendes Thema an, wo ich auch noch mit Christiane zusammen auf der Suche bin. Mit Christiane habe ich zusammen das Frauentraining bei der Mayona Bliss ja absolviert. Mhm. Und Mayona hat uns halt erzählt, dass wenn du in der Geschichte noch weiter zurückschaust, war es so, dass die Frauen in Kreisen gemeinsam gewohnt haben und dass dort auch gemeinsam die Kinder aufgezogen wurden und dass die Männer halt mal zum Besuch kommen durften, aber eigentlich woanders waren. Und dass die Frau zum Mann gehört, dass das erst viel später erstanden ist. So, und wir suchen die ganze Zeit nach Quellen, Lektüren, wo man das wirklich nachlesen kann, und wir haben noch nicht wirklich was gefunden, wo man jetzt wirklich untermauern könnte, so ist es gewesen. Aber genau das ist was, was, und jetzt gehe ich wieder ganz auf meine eigene Erfahrung, ich weiß nicht, wie andere Frauen es empfinden. Ich habe in diesem Frauentraining die Erfahrung gemacht, dass durch die Begegnungsübungen, die ich mit anderen Frauen hatte, ich Dinge gefunden habe und auf eine Art und Weise emotional genährt wurde, die ich in meinem Leben vorher noch nicht erlebt habe. Ja, das kann ich verstehen. Ich habe die Erkenntnis für mich damit rausgezogen, ich habe das, seit ich denken kann, auch in meiner Partnerschaft gesucht. Ich bin wirklich nach dem Frauentraining zu meinem Ex-Mann und habe mich bei meinem Ex-Mann mein Bedauern ausgesprochen. Ich habe gesagt, ich wusste es nicht besser, aber ich habe all die Jahre in dir was gesucht, was du mir gar nicht geben konntest. Und das bedauere ich zutiefst. Ja. Und deshalb finde ich es wieder heilsam, wenn wir Frauen unter uns Frauen anfangen, weil wir dann nämlich merken, wonach suchen wir eigentlich? Und was können wir uns nur in diesen Frauenkreisen schenken? Oder in einer Bezogenheit zu einer anderen Frau? Und was ist der Part, den ich in der Bezogenheit zu einem Mann finden kann, was mich da nähern kann? Mhm. Ja. Und ich glaube, da sind wir aus unserer Geschichte heraus zu sehr auf einen Mann fokussiert worden und suchen an der falschen Stelle. Ja, also vor allen Dingen in der letzten Zeit, sagen wir mal. Mhm. Ja. Ich glaube auch, dass es früher die Frauen eine ganz andere Stellung hatten in der Gesellschaft, wenn man von Gesellschaft reden kann, in der Gemeinschaft, sagen wir mal. Wir wollen nicht unbedingt dahin zurück, aber wir wollen das Gute, was damals war, integrieren, versuchen, ja. Und vor allen Dingen ein Selbstverständnis wiederfinden. Was ich sehe, dass Frauen doch in so Tribal Societies, ja, die treten ja ganz anders auf. Die sind einfach da, ja. Also wie ich das in Afrika gesehen habe, auf Dörfern und so, das ist also ungeheuer, die haben eine Ausstrahlungskraft. Die haben eine Präsenz, die ist ja. Wahnsinn, absolut ja. Wahnsinn. Und dann haben sie eben noch die Fähigkeiten, die typisch, sag ich mal, weiblichen Fähigkeiten, wie hineinschauen können, hineinspüren können, würde ich lieber sagen, in jemand anderes, die wir verloren haben, größtenteils, ja. Dieses auch die telepathischen Fähigkeiten, die natürlich Männer auch haben. Aber es sind, würde ich als weibliche Fähigkeiten bezeichnen mehr. Was nichts unbedingt mit dem Geschlecht zu tun hat. Ja. Da habe ich übrigens auch einige Beispiele an männlichen Empathen, die da ungeheuerlich sind und Zugänge haben, die, puh.
beeindruckend sind. Die durften ja lange Zeit sowas Ja, nicht tun, genau. nicht? Und nicht haben. Die haben einen Teil von sich weggeschlossen und ist dann kein Wunder, wenn das nicht entwickelt wurde. Und Richtig. jetzt, das Verrückte ist jetzt, dass heute Otto Normalfrau möchte gern vom Mann, dass er weiblich ist und also die weiblichen Qualitäten integriert, und dann wird das oft falsch verstanden, dann werden sie so dann so super Softies, ja, und dann mögen sie es ja auch wieder nicht. Dann mögen sie doch lieber einen Macho. Also Ja, aber da habe ich auch eine Hypothese. Weil, schau mal, man bringt uns Frauen bei, wie wir Frauen zu sein haben, damit wir in der Businesswelt bestehen. So, da gibt es Ratgeber noch und nöcher. Und so viele sind von Männern geschrieben. So, dass die uns eine männliche Art ans Herz legen wollen, ist doch vollkommen logisch. So, wir neigen auch dazu, egal ob Männlein oder Weiblein, uns an Vorbildern zu orientieren. So, wenn ich in der Businesswelt halt mehr männliche Vorbilder habe, die erfolgreich sind, dann versuche ich von denen zu lernen. Und ich glaube, das große Missverständnis ist, dass ich als Frau versuche, meine archaische Kraft auf eine männliche Art und Weise zu aktivieren. Dann verliere ich meine Weiblichkeit. Und das haben wir gemacht seit den 50er, 60er Jahren. Das haben wir gut geübt, ja. Und was machen die Männer? Die machen nichts anderes. Da kommt der Ruf der Frau, ich hätte dich gerne sensitiver. Und das wird mit der weiblichen Emotionalität verwechselt. Und der Mann versucht, das Weibliche zu kopieren und verliert dadurch seine männliche Anziehungskraft. Genau. Ja, das ist. Wir haben alle diese Qualitäten, archaisch und sensitiv in uns. Auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und wenn wir uns erlauben, da nicht mehr einem, da hast du es wieder, diesem Idealbild entsprechen zu wollen, sondern zu schauen, wie ist es denn individuell in mir? Wie ist mein Cocktail an archaisch und sensitiv? Und das in die Welt zu bringen. Ja, und wir sind ja auf gutem Weg. Also wenn du denkst, es ist ja erst 60 Jahre oder so, dass wir auf diesem Weg sind. Und da ist ja kein Wunder, dass es mal dahin und mal dorthin geht und so. Und das wird sich dann mit der Zeit, das ist meine Hoffnung und eigentlich auch meine Zuversicht, dass sich das mit der Zeit ändern wird. Und es wird auch wieder ein Rückschlag kommen. Vielleicht gibt es irgendeine Generation, die dann wieder ganz ins traditionell weiblich-männliche zurückgeht. Aber was einmal schon mal aufgetaucht ist, kann man nicht wieder. Wie sagt man, wenn der Geist aus der Flasche ist, kannst du nicht mehr reinstopfen. Ja. Du kannst noch ein bisschen versuchen, wegzuschieben und so, aber früher oder später kommt das durch. Ja. Und das ist eigentlich wirklich meine Hoffnung in vielen Bereichen, nicht nur was Mann und Frau betrifft, auch in diesen neuen Energien und was auch immer. Das irgendwann wird der Durchbruch sein. Ja. Okay, dann gemeinsam. Was machen wir gemeinsam? Wo gehen wir hin? Von wo gehen wir aus und wo gehen wir hin und wie tun wir das? Tja, ich für mich versuche mich immer wieder aufs Hier und Jetzt zu besinnen, zu gucken, wie bin ich jetzt gerade in diesem Moment und wozu möchte ich beitragen. Mhm. Da wähle ich halt gern den Weg, der mich in Verbundenheit statt in Trennung führt. Unter der Voraussetzung, dass ich mich dafür nicht verbiegen muss. Mhm. Das kostet mich eine Menge alte Bekannte, alte Kontakte. Es führt mich aber auch in sehr viel tiefere Bereiche an der Beziehung zu Menschen, die den Weg schon eine Weile mit mir gehen, aber auch zu neuen. Und dem Pfad einfach weiter folgen und zu gucken, was mich ruft. Das wäre so meine Antwort. Sehr schön. Das sind die neuen Wege. Aber nachdem wir das Thema haben, die neuen Wege beschreiten, hast du eine Vision des Weges, außer dem, was du jetzt schon gesagt hast, aber was sind die Stationen, was können die Stationen sein, was siehst du, was dir begegnen kann und wie gesagt, wo geht's hin und wie muss man den Weg gehen auch, das ist auch noch ein Thema. Ja, also übertragen gesprochen zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Flugzeug. Naja, ich glaube, was es auf jeden Fall braucht, ist ein immer wieder sich neu entscheiden, diesen Weg zu gehen, weil er halt nicht einfach ist. Es braucht die Bereitschaft, die Wellen zu surfen und da erstmal wirklich die individuellen Wellen, die dich dann zwangsläufig, wenn du Verhalten ändern willst, auch wieder in kollektive Wellen führen, dies lernen zu handeln.
Und da ist die Mission, nicht nur mich selbst weiter in diese Räume zu begeben, damit ich meinen eigenen Heilungsweg weitergehen kann, sondern auch im Rahmen meiner Möglichkeiten, alleine und mit Kollegen zusammen Retreats zur Verfügung zu stellen, um diesen Weg auch anderen möglich zu machen. Ja, und die Vision, die geht, keine Ahnung, wie weit weiter, da würde ich dir noch eine ganze Weile erzählen können. Aber ja, ich glaube, es gibt nicht die einzelnen Schritte hintereinander, sondern ich glaube, es gibt diese mehreren Dinge, die gleichzeitig den Weg prägen. Und das ist immer wieder bei mir schauen und daraus dann in diese Bezogenheit zu anderen zu gehen. Was du jetzt auch beschrieben hast, ist der feminine Weg, nicht? Was ich dich gefragt habe, ist der maskuline Weg. Der maskuline Weg würde sagen, ja, welche Schritte, wo gehe ich, hier bin ich, da will ich hin und jetzt, wie sind die einzelnen Schritte und was brauche ich, um dann die einzelnen Schritte auch erreichen zu können. Und der feminine Weg ist, hier bin ich, ja, da ungefähr will ich hin und jetzt gehen wir mal los und dann sehe ich mal. Und du hast gesagt, dich immer wieder neu zu entscheiden, das heißt, Kurskorrekturen vorzunehmen, ja, nicht nur zu gucken, ja, oh, das bringt mich jetzt vom Weg ab. Was kann ich jetzt anders machen, nicht? Das ist der weibliche Weg. Und ich denke, was unsere Aufgabe ist als Frauen, diesen Weg als gültig und gleichwertig zum männlichen Weg, ja, nicht nur zu propagieren, sondern das klar zu machen, dass es andere Wege gibt als nur den männlichen Weg, der ja immer noch in der Geschäftswelt und überall vorherrschend ist, nicht? Dass man nicht unbedingt genau wissen muss, wo man hin will, aber die Richtung ist wichtig und dass man gucken kann, was kommt mir zu, ja, was auf dem Weg, was, wenn wir mit dem richtigen, will ich mal sagen, Mindset oder Energie, so wie du das beschreibst, da kommen ja viele Synchronicities, da kommen ja plötzlich Sachen an die du vorher gar nicht gedacht hast und auch nicht hättest denken können, nicht? Und dass man nicht sagt, nee, muss so gehen, ne? Sondern die dann mit einbezieht. Ne? Das merke ich gerade, wobei ich dir da gerade noch nicht sagen kann, ob das typisch weiblicher Weg ist oder ob das auch entwicklungspsychologisch einfach gerade Symptom ist. Ich merke gerade, dass, also es gibt für mich nicht mehr den klassischen Weg, den habe ich nicht mehr. Ich habe schon noch die Idee von Zielen und da will ich hin und dann poppt dieses tak, 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 tak in mir auf. Ich merke, sobald ich dem versuche zu folgen, haut mein Körper mir gnadenlos aufs Fressbrett. Um das mal so zu sagen, wie es ist. Sobald ich mich gegen den Fluss stelle, was jetzt gerade sein will, tut mir das nicht gut und ich kriege von meinem Körper die Quittung. Das heißt, aktuell habe ich gar keine groß andere Wahl, als gnadenlos mit dem Fluss zu gehen. Und Fluss kann in beide Richtungen sein. Kann sein, okay, wie werde ich heute wach? Das Meer in mir, also welche Temperaturen habe ich in mir und was macht mir Lust heute? Und im Rahmen der Möglichkeiten des Terminkalenders mit diesem Fluss zu gehen. Und das auch gnadenlos auf Projekte, die ich in die Welt bringen möchte, anzuwenden. Und nicht klassisch wie früher Marktanalyse, was ruft der Markt, was soll, sondern wirklich zu gucken, okay, das ist die Lust, die ich empfinde und ich mache das Angebot in die Welt und ich gucke, ob die Welt es haben möchte. Mhm. Und das ist was gänzlich anderes, als ich die ganzen anderen Jahre Selbstständigkeit gemacht habe, was mich sehr fordert. Aber ich merke, es ist wahrscheinlich gerade Teil dieses neuen Weges, Teil meines neuen Weges. Aber ob das ein generelles Wegesymptom ist, vermag ich aktuell noch nicht zu sagen. Also so wie ich das höre von dir, denke ich, dass viele auf so einem ähnlichen Weg sind und dass es schon einen Sinn macht, ja, dass wir diese neuen Wege versuchen. Denn wir haben ja gesehen, mit den alten Wegen, ja, wo sind wir hingekommen? Ja? Wir haben natürlich Erfolg gehabt in gewisser Weise, aber wie du sagst, viele Frauen oder auch Männer haben es mit dem Körper bezahlt, also mit Krankheiten und sonst was. Ja? Und ist das der Sinn des Lebens, nicht? Ist die Frage. Für mich nicht. Ja, wir kommen dann so zu so viel tieferen Fragen. Ne? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Warum renne ich den ganzen, warum stehe ich morgens auf, renne den ganzen Tag rum oder mache den ganzen Tag irgendwas und gehe abends ins Bett? Macht das überhaupt Sinn? Ja. Also ich frage mich das manchmal.
Und ich wundere mich jetzt gerade, was du dazu zu sagen hast. Ja, was will durch mich in die Welt? Das ist gerade. Genau. Das ist die Frage. Ja. Das geht für mich über einen individuellen Sinn hinaus. Also es hat dann schon wirklich was Hochspirituelles für mich. Also wenn ich aus dem einen Bewusstsein in dieser Form inkarniert bin, was ist mein individueller Beitrag, der durch mich in dieses Bewusstsein gewebt werden möchte? Und mich dem nicht in den Weg zu stellen, weil mein Kopf meint, er müsste dies oder das oder jenes tun. Das wäre noch so eine große Vision, wenn du mich nach der fragst. Ja, das tue ich. Ja, ich stimme dir zu und muss gleichzeitig sagen, dass wenn du aufgewachsen bist, wo nur der Kopf wichtig war und alles, was aus dem Kopf kommt, es ist schon verdammt schwierig zu erkennen, dass da auch noch was anderes ist. Und das, ich gebe dir mal so ein ganz komisches Beispiel. Ja. Ich mache manchmal so eine kleine Übung mit mir. Ich komme vom Einkaufen mit dem Auto und da ist links eine Bar und müsste ich abbiegen, ja, und da kann man Cappuccino trinken. Und das habe ich früher regelmäßig gemacht. Und jetzt frage ich mich oft, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Und dann warte ich einfach ab und sehe, was ich mache. Und dann sage ich, ich bin vorbeigefahren. Okay, ich gehe nicht da hin. Also das ist eine völlig andere Art, an die Sachen ranzugehen. Aber ich muss es sehr bewusst machen und immer aufpassen auf den Moment, wo ich sage, komm, jetzt mach doch mal oder so. Ne? Sondern wieder sagen, nee, guck mal, was ich mache. Ne? Und darauf vertrauen, dass ich, was es dann macht, schon weiß, warum es das macht. Ja. Nicht? Und nicht, dass ich da jetzt noch nachhelfen muss mit allen möglichen komischen Gedanken und Vorstellungen. Also ich denke, das ist eine gute Übung, die man machen kann. Ja. Schönes Beispiel. Heiko und ich, wir haben das auch, wenn wir essen gehen. Aha, dass wir, also früher haben wir uns dann wirklich einen Plan gemacht, worauf hast du Lust, worauf habe ich Lust, dann, da ist lecker, da gehen wir da hin. Und jetzt machen wir das radikal, dass wir dem Ruf folgen. Sondern es kommt schon vor, dass wir beide im Kopf sagen, jetzt Italiener. Und dann stehen wir im italienischen Restaurant drin und merken, nee, ruft es dich jetzt noch, wo wir jetzt hier stehen? Ja, nee. Ja, geh mal wieder. Ja, dann geh mal halt. Und dann gucken wir, wo es uns dann jetzt hinzieht. Und es ist total spannend zu sehen, wo es dich dann hinzieht und wo du dann landest. Und welche Menschen dann da auch sind und wen du dann begegnest. Also das ist wirklich eine Abenteuerreise, auf die wir uns immer mehr einlassen. Das ist echt wunderschön. Wunderbar. Und das ist wirklich ein neuer Weg. Und der für viele Menschen, glaube ich, noch überhaupt keinen Sinn macht. Weil das hat was mit Verlust von Kontrolle zu tun. Mhm. Also jedenfalls von einer Kontrolle von dieser Kontrollinstanz. Nicht? Aber du kontrollierst es ja doch oder ein Teil von dir kontrollierst es ja doch. Derjenige, der entscheidet, wo er hin will, wovon er sich gezogen lassen will. Mhm. Aber nicht der gewohnt ist zu kontrollieren und der gewohnt ist, zu Befehle auszu sprechen. Nicht? Ja. Ja. Das ist total spannend. Hast du noch ein paar andere Übungen, so die man, wer jetzt so zuhört, wir haben noch Zeit, der zuhört oder zuschaut, das schon mal so kleine Übungen, womit man anfangen kann, in diese neuen Wege zu gehen? Magst du eine für dich selber oder eine im Kontakt zu jemand anderem? Erstmal für mich selber und dann in Kontakt zu jemand anderem. Mhm. Ah, direkt beide. Den Weg gehen wir übrigens auch immer mehr, zu gucken, ist es wirklich erfordert, ist ein Entweder-Oder oder geht ein Beides? Mhm. Das ist auch Teil des Weges. Der eine geht in die Richtung, wie gehe ich mit mir und den Teilen um, die sich zeigen. Und Teilearbeit kennst du wahrscheinlich, vielleicht ist sie für dich auch gar nichts Neues, ich nehme sie trotzdem. Ist egal, sag's ruhig, weil möglicherweise wer zuschaut, weiß nichts darüber und insofern ist es gut, wenn du da ein bisschen größer ausholst. Dann wollte ich dir sagen, wenn du hier hinfasst, dann hört man immer einen Knall. Okay. Das Mikrofon. Was du sagst, da greife ich häufiger hin. Ja, ans Herz. Das ist übrigens auch schon eine Übung, dass wenn ich reinspüren will, was ruft mich wirklich, was ist jetzt gerade in mir, dann lege ich in der Tat die Hand dahin, um besseren Kontakt zu mir zu haben.
Auch schon eine Übung. Was ich gerade häufig mache, ist, wenn ich merke, dass ich in einer Situation im Hier und Jetzt bin und gleichzeitig in mir verschiedene Anteile auftauchen, die dann eine Meinung zu haben. Mhm. Entweder, ne, du sprachst vorhin von dem inneren Kritiker, oder aber du hast vielleicht irgendeine elterliche Stimme in deinem Kopf, die dann noch irgendeinen Senf zugeben möchte. Oder eine Stimme, die dich aber jetzt antreiben möchte, dass du jetzt was anderes machen sollst. Dann werde ich mir dieser Teile gewahr und ich nehme mir Zeit und Gelegenheit, in Kontakt zu treten mit diesen inneren Anteilen. Wie machst du das? Das mache ich entweder, also erstmal mache ich mir entweder eine gedankliche Notiz oder ich vermerke mir die Anteile, denn je nachdem, wie früh die sind, also wie früh die in deinem Leben entstanden sind, vergisst man die auch mal schnell wieder. Deshalb mache ich mir ab und an noch Notizen, dass ich mir die anschauen möchte. Und dann nehme ich mir Zeit und Raum für mich und arbeite entweder mit Bodenankern, also mit Karten, die ich mir auf den Fußboden lege, wo ich mich dann draufstelle, um mich einzuspüren. Also auf die Karten schreibst du die einzelnen Teile, die Namen der einzelnen Teile, die du gefunden hast? Wenn die Namen haben, dann ja. Manchmal sind die auch eher eine Körpersensation, dass ich merke, so, ach, da war schon wieder dieses Brennen im Herzraum. Von wem auch immer das kommt, dann mache ich das mit dem Brennen im Herzraum. Mhm. Und dann assoziiere ich mich quasi da rein. Das ist der erste Schritt. Fokussiere mich darauf, so, wer bist du eigentlich, so das Brennen im Herzraum. Und wenn ich mich darauf fokussiere, dem Raum gebe, was zeigt sich dann in mir? So zeigt sich da ein innerer Anteil, den ich vielleicht visuell wahrnehmen kann? Oder habe ich auf einmal Sätze dazu, die ich damit in Verbindung bringe? Und woher kenne ich die? Ist das meine eigene Stimme? Ist das eine weibliche, eine männliche Stimme? Hat die was Elterliches oder nochmal was ganz anderes? Und wie fühlt es sich für mich als Dreher an, dieses Brennen im Herzen zu haben? Und dann fange ich an, diesen Zustand, diesen inneren Teil von mir eher kennenzulernen und zu schauen, mit wem habe ich denn damit zu tun. Und viele Übungen hören da auf, dass die sagen, ah ja, jetzt habe ich mal reingespürt, jetzt weiß ich, wer das ist, jetzt arbeite ich vielleicht noch einen positiven Nutzen raus, was habe ich denn davon, warum brennt es denn da, was will das Gutes für mich, und dann schiebe ich das zur Seite. So, das ist aber eigentlich zu flott. Das heißt, dann zu gucken, okay, ich habe dich gesehen, ich habe dich vielleicht auch gehört, aber bisher war das nur ein du sagst was, aber ich gehe nicht mit dir in Austausch. Mhm. Und dann nehme ich mir diesen Teil, der sich gezeigt hat, und manchmal mache ich das wirklich einfach symbolisch auf die Hand. Ich stelle mir vor, der sitzt da und gehe mit dem in Austausch und sage denen halt, wie es mir als Dreher geht, dass, wenn er sich dauernd mit Herzbrennen zeigt, ob es mir damit gut geht, ob er mich zwischendurch stört, weil ich eigentlich mich auf was anderes konzentrieren muss. Und fange an, wirklich in einen reziproken Austausch zu gehen. Um dann zu gucken, was braucht denn der? Was wünscht er sich denn von mir? Damit er sich vielleicht nicht mehr in dieser Art und Weise zeigen muss. Und dann gucke ich, ist es ein Teil, der zu mir zurück will? Oder ist es wirklich was Übernommenes? Ne? Beispielsweise jetzt bei diesem neuen weiblichen Weg habe ich ganz oft Stimmen, die ich meiner Großmutter zuordnen würde. Die mir halt von ihrer Lebensgeschichte erzählt und mich warnt und dass das ja so nicht geht und wo das denn hinführen wird, wo ich dann gucken muss, okay, und dieses Introjekt meiner Großmutter, wovor will mich das warnen? Und ja, ich anerkenne deine Geschichte und ich weiß, in deiner Welt, in der Phase, in der du gelebt hast, hast du vollkommen recht. So, schau mal, meine Sicht ist. Und dann unterhalte ich mich wirklich mit diesem Introjekt, als wäre es eine Person, die gerade da ist. Dann schaue ich, was brauchst du denn, um mich diesen neuen Weg ausprobieren zu lassen? Und wie lässt du diesen Teil sprechen? Du sprichst ja, nicht? Also wie bist du, ich will nicht sagen sicher, aber wie weißt du, dass es jetzt der Teil ist, der mit dir spricht und nicht irgendwas, was du gerne hättest, dass der zu dir sagt? Wenn du dir diese Frage stellst, bist du schon mal auf einem guten Weg, das rauszufinden. Weil dann hast du ja nochmal den nächsten Anteil, der jetzt sicherstellen will, dass du auch wirklich mit dem sprichst. Mhm. So, jetzt bin ich schon wieder mittendrin. Jetzt könntest du mit dem sprechen, ob der dir denn einen Hinweis geben könnte, ob du jetzt gerade mit dem Richtigen gesprochen hast oder ob du dich selbst veräppelst. Weil
Der positive Nutzen ist ja, der will sicherstellen, dass das hier auch funktioniert. So, hat er die Kompetenz, sich darauf aufmerksam zu machen? Okay, wie macht er das? Euer mulmiges Gefühl im Magen. Okay, also immer wenn der mir hier was anderes vormacht, kriege ich ein mulmiges Gefühl im Magen. Das ist spannend. Das klingt freaky, aber es funktioniert. Nee, nee. Und für die Aufstellungsarbeit schon mal gemacht haben, da spürst du ja einen Unterschied, ob die Energie, ob es dich aus der Repräsentation heraus spricht oder ob du denkst, das müsste jetzt gesprochen werden, weil du weißt, für wen oder was du gerade stehst. Und ähnlich ist das Gefühl. Also du merkst, wenn hier was nicht stimmig ist. Ja, und der Hinweis auf Ausstellungsarbeit, der war jetzt gut für mich, weil ich habe das erlebt, ja, dass dann irgendwer aus dir spricht oder irgendwer sich durch dich Bewegungen macht oder in Positionen begibt. Und insofern ist das ein guter, wie soll ich sagen, Kriterium, um das zu beurteilen. Ja. Ja. Ganz gut. Und eigentlich ist das eine Form von Aufstellungsarbeit. Ne, wo du, ich bin ich und du bist du, wir sind zwei, gehörst du zu mir oder nicht? Eigentlich ist es Es ist ein bisschen, was ich gelernt habe im Gestalt-Counseling, nicht? Dass man auf dem Hot Seat, dass man sich dann aber selber hinsetzt auf den anderen Stuhl und dann von da aus spricht. Und das ist ein bisschen die Technik, die du vorher sagtest, dass du die Blätter mit den Namen auf den Boden legst und dich hineinstellst, nicht? Ja. Für frühere Stufen ist das mit den Bodenankern die bessere Alternative, weil du dich bewusst einrollst und wieder entrollst. Ja. Für spätere Stufen ist das auch kein Thema, das einfach mal schnell nebenbei auf diese Art und Weise zu machen. Da rollst du dich quasi hin und her. Das ist super und ich will nochmal zu den Zuschauern sagen, es ist kein Blödsinn, wirklich nicht. Also wenn man am Anfang kann man sagen, ach, das ist doch alles Quatsch, aber wenn du das dann wirklich mal erlebst und es zulässt, dass du das erleben darfst, dann bist du also wirklich wahrscheinlich baff, nehme ich an. Wir haben natürlich immer wieder Abwehrmechanismen, die sagen, ach, das kann ja nicht sein und was nicht sein kann, ist nicht. Aber wenn du auch willentlich so weit kommst, dass du das zulassen kannst, sag, oh, das ist spannend, mal gucken, was da so kommt. Und dann reicht es ja, dass du ein ganz kleines bisschen mal erlebt hast. Und dann machst du es nochmal und dann kommt mehr und am Ende bist du, also ich war manchmal bei Aufstellungsarbeiten wirklich baff. Ich habe in Südafrika die Armen gespielt, also die Have-Nots, die nichts haben, und bin in Positionen reingeraten. Und also ich habe immer gewusst, ich kann es bewusst unterbrechen. Ja? Also du selber bist ja doch noch da, aber ich wollte es nicht unterbrechen und habe gestaunt, was sich da so ergibt, ja, was der Körper macht. Ja, der ist dann auf den Boden gefallen, so in so einer Position und so. Es ist wirklich spannend. Und wenn du weißt, dass es du nicht unbedingt bist, sondern dass du in die Energie von einem Teil, in dem Fall was, sagen wir mal, ist das eine Rolle, wenn jemand... Ja, ich sage immer, du stehst im Dienst, dass die Energie sich in dir zeigen darf. Genau. So erkläre ich es Leuten, die beim ersten Mal dabei sind. Das ist eine super Erklärung. Und es ist kein Wuhu. Das ist wirklich echt super. Um Frischlingen bei mir zu zeigen, es ist echt, habe ich mich vor Jahren dazu entschieden, dass ich in der Regel die Aufstellungsabende bei mir verdeckt mache. Das heißt, alle Repräsentanten wissen nicht, für wen oder was sie stehen. Der Einzige, der es weiß, ist der Fokus, der für den Klienten steht. Und alle anderen bekommen einen Zettel drauf, wo ein Buchstabe drauf ist und die haben keine Ahnung, für wen oder was sie stehen. Und dann überzeugst du auch die Skeptiker, wenn die plötzlich Wahrnehmungen haben und es sie spricht und die überhaupt nicht wissen, wer bin ich denn, warum sage ich das jetzt? Und wenn die nachher erfahren, für wen oder was sie gestanden haben, dann geht eine neue Welt auf, die sie vorher nicht für möglich gehalten haben. Ja. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich wirst du auch einen Kreis haben, nicht? In dem Kreis die Aufstellungsarbeit stattfinden, nehme ich mal an, oder zumindest einen imaginären Kreis. Und man weiß, dass die Kreisform praktisch da, wenn man, sobald man über die Grenze tritt, bist du in dem Raum drin. Muss nicht unbedingt Kreis sein, kann auch quadratisch sein. Aber sobald du über die Grenze trittst, bist du in dem energetischen Raum, der da, ich will nicht sagen beschworen wurde, aber der da eingerichtet wurde, würde ich sagen, ne? Durch das Thema.
Und da bist du drin und ab da laufen die Dinge anders. Und du kannst natürlich jederzeit raustreten und dann ist wieder alles wie zuvor. Und das ist spannend. Ich habe gerade vorhin noch gesprochen mit den neuen Energien und so. Das ist genau das, was man feststellt. Das, unser Univers ist ein elektrisches Univers. Ja? Also die Energiefelder sind überall. Ja? Und man gibt aber verschiedene. Und wenn man dieses Energiefeld kreiert hat, dann findet das da drin statt und du bist dann Teil dessen. Mhm. Und es eröffnet völlig neue Wege, wieder zum Thema zu kommen, um in der Welt zu sein. Mhm. Und wenn dann jemand anders mit dir im gleichen Kreis ist, kannst du eine andere Beziehung aufbauen. Und da wollte ich dich nochmal dazu fragen, denn wir sind oft, bauen Beziehungen auf, weil durch sexuelle Anregung oder so, Anziehung, ist das richtige Wort, und dann stellen wir fest, wir sind aber eigentlich gar nicht im gleichen Kreis nach einer Weile. Deine Weisheit über Beziehungen, das möchte ich gerne. Naja, wie war das so schön, wenn du vom Scheidungsrichter stehst, dann wollen sie eigentlich, dass du sagst, die Ehe ist gescheitert. Mein Ex-Mann und ich, wir hatten das Glück, dass unsere Richterin diesen Satz von uns nicht verlangt hat. Und wir empfinden unsere gemeinsame Zeit auch nicht als gescheitert. Ich habe auf jeden Fall mit meinem Ex-Mann gemeinsam bewiesen, wie man eine Ehe nicht bis zum Ende der Tage aufrechterhält. Aber wir haben auch bewiesen, wie es uns dennoch gelingt, jetzt eine Freundschaft zu pflegen, die immer noch auf Liebe basiert. Und wir uns jetzt wieder besser so sein lassen können, wie wir sind, seitdem wir geschieden sind voneinander. Und das zieht sich jetzt fort, wenn ich mir meine Bezogenheit zu Heiko anschaue. Ich glaube, ein Kerngeheimnis ist einfach, den anderen so sein lassen, wie er ist. Und ja, auch da zitiere ich gerne Kim nochmal, der im Workshop gesagt hat, häufig heiraten Menschen eine Vision von dem, was sie gerne hätten, aber nicht den Menschen als solches. Und egal, ob ich ihn heirate oder ob ich mit ihm eine Beziehung eingehe, solange ich eine Vision an meiner Seite habe, und nicht mit dem Besen zusammen sein möchte, dass es wirklich ist, ist es, glaube ich, nicht das, was ich als wahrhaftige Bezogenheit bezeichnen würde. Und das ist aber auch das Geheimrezept, was ich finde, was am meisten fordert. Weil wenn der andere ist, wie er ist, gerade wenn es eine enge Bezogenheit ist und du dich liebst, die Person dir nahe ist, ist es Projektionsfläche, Parade. Das heißt, du ballerst dir permanent deine ungeheilten Themen um die Ohren. So, und wenn du da immer noch, was wir vorhin hatten, ne, du bist schuld und du machst mich nicht glücklich hast, ja, dann spielst du ein Dramaspielchen nach dem nächsten. So, und da auch wieder sich wahrhaftig zu zeigen und zu sagen, du, warte mal, also das, was jetzt, da war es wieder, entschuldige. Du, warte mal, jetzt mit der Aussage gerade, merke ich, ist in mir das und das getriggert. So, lass mich reinspüren, das kenne ich da und daher. So, und ich bedauere, dass ich das jetzt gerade auf dich projiziert habe, weil das hat mit dir als Mensch gar nichts zu tun, aber du erinnerst mich daran. Und sich damit zu zeigen und dann zu hören, wie hat es der andere eigentlich gemeint? Und dann wieder zu gucken, okay, was ist dein Bedürfnis dahinter? Was ist mein Bedürfnis dahinter? Und gibt es einen Weg, den wir jetzt hier neu beschreiten für ein Beides? Dass du sein kannst und ich sein kann, ohne dass wir uns füreinander verbiegen oder faule Kompromisse eingehen müssen. Das erfordert ein hohes Grad an Self-Awareness und Bereitschaft, genau, mit dem anderen, ja, in Kontakt zu sein. Übrigens, ja, Mikrofon, das klingt deine Stimme sehr viel schöner, wenn du das so hältst. Hättest du das mal vorher gesagt. Die war ein bisschen dumm vorher. Ja, das ist, du hast recht, das ist nicht einfach und das ist echt ein Weg, ist eine Reise und das hat uns auch so keiner beigebracht. Das war wirklich die Erkenntnis aus dem Frauentrainings und die Erkenntnis von Heiko, was er aus den Männertrainings mitgebracht hat, um da zu schauen, wenn wir das miteinander nutzen wollen, um eine neue Form von Beziehungsgestaltung, Bezogenheitsgestaltung für uns kultivieren zu wollen. Was sind die Elemente, die es braucht? Und da scheinen wir auf einem guten Pfad zu sein, weil wir merken, sobald wir vom Pfad abkommen, verhaken wir gnadenlos. Und dann müssen wir uns gegenseitig wieder am Schlawickel nehmen und sagen, so, stopp, was machen wir gerade? Das ist der alte Weg.
So, was wollen wir wirklich? Und wir sind gerade dabei, ein erstes Retreat zu veranstalten, wo der Prototyp jetzt rausgeht zum Thema Kontakt und Bezogenheit. Also wie gehe ich wirklich in eine nährende Beziehung zu jemand anderem? Wie lerne ich das? Weil es ist so wichtig, wenn wir einen neuen Weg machen wollen. Ja. Nicht nur in Partnerschaftsbezogenheiten, sondern auch in Freundessystemen, in Teams, in Organisationen. Wie gehe ich in Kontakt und Verbindung? Ja, das hast du schon ein bisschen beantwortet. Meine nächste Frage, du betonst und ich ja auch, es ist nicht einfach, dieser Weg. Warum sollten wir denn überhaupt gehen? Weil sich sowas von lohnt. Ja, und was, inwiefern, das sage ich auch, ja, aber inwiefern, wie würdest du das verbalisieren? Was ist dann anders und warum lohnt sich so viel Arbeit? Man kann ja, auch von Arbeit sprechen. Ja, ich sage auch immer, Persönlichkeitsentwicklung ist die härteste Arbeit überhaupt, aber die sich am meisten lohnt. Ich habe das häufig, wenn so Wege so hart sind, aktiviert sich immer bei mir der Humor, weil sonst wäre es nicht zu ertragen. Und da kam gerade, ja, was so schön ist, wenn der Schmerz nachlässt. Und da ist ein bisschen was dran. Weil wenn dieser alte Schmerz, der mit dem Hier und Jetzt nichts zu tun hat, wenn der geht, dann ist Platz und Raum für die neue Erfahrung. Und in diesem neuen Platz, diesem neuen Raum, habe ich Erlebnisse, Erfahrungen machen dürfen, die so nährend, so liebevoll waren. Und wenn ich da Liebe sage, dann meine ich eine Liebe, die jenseits von dem ist, was mir in meinem Leben zuvor als Liebe verkauft wurde. Sondern wirklich sowas Reines, Sauberes, Bedingungsloses. Und das egal, ob mein Gegenüber, mit dem ich diesen Raum hatte, und ich rede jetzt nicht von sexuellen, tantrischen Kontakten, die waren so intim, die waren so nährend, die waren so unschuldig rein und gleichzeitig so intim, dass du nicht mehr erkennen konntest, wo fängt der eine an, wo hört der andere auf. Und diese Erfahrungen, die haben mich so bereichert. Und das war all den Schmerz wert. Und wenn davon mehr in diese Welt kommt. Ja, und ich habe auch erlebt, wenn das passiert, dass man durch sich, also mit dem Partner zum Beispiel, durcharbeitet, das vertieft die Beziehung. Ja. Ungeheuer, ja. Ja. Man kommt sich näher, man hat gemeinsam sich gesehen und ja, es vertieft die Intimität. Ja. Mir kommt jetzt gerade noch, da hatten wir es noch nicht drüber, was auch nochmal so ein spannender Punkt ist, ist, wenn du anfängst, diese Muster zu brechen und gegen deine eigenen Prägungen zu gehen, das ist ja das, was so hart ist, allein erstmal diese Hürde zu überwinden, weil wir uns ja selbst einreden, was dann nicht alles Furchtbares passiert. Und ich hatte mehrere Momente mit Heiko, wo es darum ging, dass ich merkte, oh, ich bin gerade nicht wahrhaftig. So, da ist aber so ein Teil in mir, der fühlt sich so verletzlich, wenn ich mich damit zeige, dann lehnt er mich ab, dann ist alles vorbei. Ne? So, was ja dann so alles im Kopf losgeht. Und dann die wieder bewusste Entscheidung, so, aber wozu will ich beitragen? Zu dem, ich trage ihm gegenüber eine Maske und zeige mich nicht? Oder zu dem, nee, so bin ich halt jetzt und ich zeige mich und ich nehme das Risiko in Kauf. Dann gehst du über diese Schwelle und zeigst dich und merkst, er liebt dich trotzdem. Damit musst du erstmal klarkommen. Wenn du dein eigenes Muster quasi nicht nur überschreitest, sondern sich der Worst Case nicht mehr einstellt. Und dann poppen diese ganzen alten Glaubenssätze wie Seifenblasen, gehen die kaputt und du hast noch keine neuen. Das ist auch eine spannende Phase, wenn du dann merkst, so, ja, scheiße, und woran soll ich jetzt bitte glauben? An was Besseres bitte. Und das musst du, aber den Drops musst du auch erstmal lutschen. Damit musst du auch erstmal klarkommen, dass du damit liebenswert bist. Ja, das ist überhaupt, dass man überhaupt liebenswert ist, nicht? In der Erziehung, die wir gerade in Deutschland genossen haben, ja, wo die Liebe ja erkauft werden musste, praktisch elterliche Liebe, und die doch Nachkriegsgeneration, in meinem Fall, die ich ja bin, meine Eltern, die den Krieg durchlebt haben, ja doch, also sehr sparsam waren in Liebesbezeugungen, im Gegenteil. Du machst das und du machst das, ja.
die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich trotzdem geliebt werde, das ist unbezahlbar. Und lohnt sich all der Schmerz dafür? Es lohnt sich mit Sicherheit. Und irgendwann wird man dann auch, was du am Anfang ein bisschen angedeutet hast, die Selbstentwicklung, irgendwann wird man süchtig. Also man möchte weitergehen. Dann kommen wieder Zeiten, wo man sagt, oh Gott, nicht schon wieder, jetzt muss ich da wieder durch. Ja? Aber dann, wenn man es dann geschafft hat, dann sagt man, oh, klasse, ja, jetzt habe ich wieder was kapiert, ja. Und das erhebt einen ungeheuer, wenn man wieder ein Stück weiter, ah, oh, jetzt habe ich das verstanden. Das fand ich immer komisch, ja. Und jetzt, ne? Und es geht eben da auch in Wellen, dann wieder Zeiten, wo man also mal Ruhe haben will, ja. Kann man sich ja auch nehmen, denke ich. Aber dann geht es weiter und wahrscheinlich bis zum Lebensende lernen wir dazu, ne? Ich denke, also persönlich denke ich, dass das die Aufgabe ist, die wir haben. Jedenfalls im Moment, weil wir hier auf der Erde sind, uns weiter zu entwickeln und zu verstehen, was Menschsein bedeutet. Also jedenfalls so weit wir kommen. Uns dann wieder zu verlernen, was wir glauben, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ja, na, ich meine das nicht mit Glauben Ja. irgendwie, ne, sondern dass man die Erfahrung des Menschseins, nicht, dass man wieder neue Sätze aufbaut. Menschsein heißt Ja. eins, zwei, drei, Dann habe vier, ich den Sinn erfüllt. Ja, genau. das meinte ich absolut nicht. Ja, du, Dreher, jetzt sind wir praktisch am Ende angelangt. Und magst du noch irgend erstmal teilen deine Website und nochmal was über die Kurse, die du oder Retreats, wenn du kurz Info geben willst. Und dann noch so einen kleinen Kick zum Aufhören. Einen kleinen Kick zum Aufhören. Ja. Okay, jetzt erwischst du mich, weil es ist so schön Oder mit dir zum zu Anfang. plaudern, dass ich jetzt gar nicht irgendwie im Akquise-Vertriebs-State bin. Aber ganz kurz, www.skillcare.de, das ist meine Website. Es gibt auch einen taufrischen YouTube-Kanal, der gerade entsteht mit verschiedenen Playlists, wo ich auch Menschen, die sich nicht immer Entwicklungsarbeit leisten können, so ein bisschen Erklärbär-Videos und sowas zur Verfügung stelle. Sehr gut. Das ist gerade so ein Projekt, was ganz neu ins Leben kommt. Sehr, Und für sehr gut. alle anderen freue ich mich natürlich, wer mit mir reisen möchte. Es gibt sowohl Entwicklungsgruppen, die ich begleite von 10 bis 12 Teilnehmern, die immer ungefähr ein Jahr mit mir reisen und individuell in ihrer Entwicklung begleitet werden. Und es gibt natürlich diese wundervollen Retreats, die ich mit Christiane zum Thema Frau sein und Weiblichkeit veranstalte. Unter dem wundervollen Wonder Woman Experience haben wir uns jetzt als Slogan überlegt. Und da geht es Anfang des Jahres an die Ostsee, um das alte Jahr zu verabschieden, das neue willkommen zu heißen. Da haben wir noch 2 Plätze frei für Kurzentschlossene. Und im Juni geht es dann eine Woche wieder nach Spanien unter spanischer Sonne. Wer da mehr wissen will, findet das unter Retreats auf der Internetseite bei mir. Und natürlich zum Thema Kontakt und Begegnung, das Retreat mit Heiko, was jetzt gerade frisch ins Leben kommt. Auch da gibt es Infos auf der Website. Okay. Und die Retreats sind ja mit Sicherheit in Person, ja. Und diese andere, das Jahr lang Begleitung, ist das auch alles live and in person oder ist es Das ist auch live in online? person. Im Durchschnitt sehen wir uns einmal im Monat für ein Wochenende, Samstag, Sonntag. Es gibt aber jetzt zunehmend auch Online-Angebote, weil ich gerade viel zwischen unterschiedlichen Orten pendle. Das ist auch Mini-Workshops. Da baue ich gerade eine Online-Akademie auf, wo es wahrscheinlich nächstes Jahr auch die erste Entwicklungsreise geben wird, wo wir online begleiten. Aber Ja, die entsteht gerade. wunderbar. Ja. Dann hoffe ich, dass wir ein paar Leute haben inspirieren können. Würde mich sehr freuen. Ja, ich danke dir sehr und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Bis bald. Bis bald.